Moin Leute und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Simu-Woche. Ja, dieses Mal im Skyscraper Simulator. Und es ist wieder das Paket, was ich ja schon mal erzählt habe, mit dem Bundle, mit den 20 Simulationen. Und ja, diesmal Skyscraper Simulator. Ich habe noch nicht reingeschaut, auf jeden Fall kam ein richtig furchtbarer Ton, wo ich es gestartet habe. Das war echt, naja. Ich habe erstmal alles runtergestellt, also man hört jetzt erstmal kein Tonspielername. Ja, von mir aus. Oder einfach Potato. So. Wir haben 25.000. So, willkommen beim... Ne, 25 Millionen. So, willkommen beim Wolkenkratzer-Simulator. Dies ist der Blick auf die Stadt. In dieser Ansicht können Sie Immobilien kaufen, verkaufen und vermieten. Wolkenkratzer konstruieren und planen. Was? Und planen sowie Spielstatistiken ansehen. Sie können diese Hilfe ein- und ausblenden, indem Sie auf das Fragezeichen oben links klicken. Escape drücken, um das Hauptmenü zu zeigen oder zu verbergen. Okay, klicken Sie auf eines der markierten Anwesen oder wählen Sie aus der Liste oben rechts. Es erscheint ein Immobilieninformationsfenster. Hier werden die wichtigsten Eigenschaften angezeigt, zum Beispiel Preis, Größe, Rang. Betrachten Sie den Rang sorgfältig, da dieser bestimmt, welche Wolkenkratzer auf dem Grundstück gebaut werden können. Wenn ein Wolkenkratzer-Symbol inaktiv ist, kann dieses Hochhaus hier nicht errichtet werden. Sobald Sie sich entschieden haben, ein Grundstück zu kaufen, klicken Sie auf Kaufen und es wird erwerben. Was? Und um es zu erwerben, achso. Die unteren mittleren Symbole zeigen Anwesen, die Sie besitzen. Klicken Sie eines. Ah, also das besitze ich. Okay. Ne, das besitze ich noch nicht. Okay, so kann ich mich bewegen. Ah, okay, und so kann ich drehen. Okay. Aha. Okay. Klicken Sie eines der Symbole an, um das Eigenschafts- und Statusfenster zu... Und Eigenschaften und Statusfenster zu sehen. Hier können Sie den Bau des Wolkenkratzers planen. Sie können das Anwesen auch verkaufen und oder nach dem Bau eines Wolkenkratzers vermieten. Dies ist die Konstruktionsansicht. Hier entscheiden Sie, welche Art Wolkenkratzer Sie bauen wollen. Ein Teil der Gesamtkosten des Wolkenkratzers wird von Ihnen, von Ihrem Konto einmal pro Monat eingezogen. Je nach Baufortschritt stellen Sie sicher, dass Sie keinen Wolkenkratzer bauen, den Sie sich eigentlich nicht leisten können. Wenn Sie kein Geld mehr haben, ist das Spiel vorbei. Aha. Okay. Gebiet 16.000 Quadratmeter, das war ein bisschen kleiner. Grundstückskosten. Erschließungskosten. Das ist riesig. Okay, was mit hier? Okay, hier scheint es ja ziemlich groß zu sein. Grundstückskosten vorhanden. Verhandeln und Erschließungskosten verhandeln. Und Rang groß. Ja, ich glaube, das kaufen wir mal. Oh. Jetzt kann ich hier bauen? Oder wie, warum ist hier eigentlich kein Ton? Optionen, Audio. Weiter. Okay, hier gibt's keine Musik, okay. Auch sehr nice. Und die Qualität ist ja auch wunderbar. Okay, ich kann noch nichts. Okay, da ist es anscheinend noch.
Nachdem sie vorhin den Wolkenkratzer gebaut haben, ja, ich würde ja gern einen bauen, aber. Konstruiere. Aha. Höhe? Knapp bei Kasse. Wohnraumbüros. Aha. Wohnklasse Standard. Premium. Meter, 199 oder 299? Ich glaube, wir konstruieren mal. Stasis Baugrube 0%. Sie haben Ihren Wolkenkratzer entworfen. Nun müssen Sie in der Baustellenansicht wechseln und den Bau beginnen. Um zwischen der Stadt- und Baustellenansicht zu wechseln, nutzen Sie das Symbol in der unteren rechten Ecke. Ach du Heilige! Jetzt muss ich auch noch selber bauen, oder wie? Den Fuhr und das Team der Baustelle jedes Mal. Jede Maschine hat ein gewisses Maß an Mitarbeiter und jedes Team muss über genügend Personal. Sie können. Sie können in der Personalverteilung einstellen und kündigen. Dies ist verfügbar, wenn ein Teamreiter auf der linken Seite gewählt ist. Ingenieure und Vorarbeiter werden. Okay. Du Heilige. Ich muss jetzt ein. Bagger und einen Multenkipper kaufen. Aha. Kauf mal einmal den. Was war der? Nix. Kaufen. Kaufen. Ne, ich habe beide gekauft, Scheiße. Wie kann ich hier wieder verkaufen? Geht gar nicht. Ein Kran? Kran brauche ich noch nicht. Ingenieure, Vorarbeiter, Arbeiter. Wartungstrupp. Oh, mal zwei. Was ist das? Verwaltung. Fundament, Beton, Stahl. So, drei. Wartung, Fundament, nichts. Okay. Halt. Ablauf. Okay.
Ich brauche jetzt aber hier irgendwie Arbeiter. Hier Arbeiter 0. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was heißt das jetzt? Pause. Hä? Ich verstehe es gar nicht. Die Mitarbeiter, die zuvor die Woche. Sollten die Balken neben dem Fahrer links so voll wie möglich sein. Sie müssen Bagger und LKWs verwalten, indem sie Fahrzeuge kaufen oder verkaufen und entsprechendes Personal zuweisen. Je mehr Arbeiter helfen, umso besser ist die Leistung der Fahrzeuge. Um die Arbeit zu optimieren, sollten die Balken ein voller Balken. Oh Mann, ey, ein voller Balken bedeutet, dass ihre Maschinen optimal arbeiten. Wenn die Baggeranzeige nicht voll ist, bedeutet das, dass ihre Muldenkipper arbeiten zu schnell. Sie können entweder weitere Bagger kaufen oder mehr Mitarbeiter den entsprechenden Bagger und so weiter. Das gleiche gilt für alle Maschinen. Verwaltungsteam ist wartend. Hä? Abbrechen. Okay, was? Ich habe hier 35 zur Verfügung, oder wie? So. Ich will jetzt nichts kaufen. Wartungsdruck. Wartend. Warum bist du denn wartend? Hallo? Ablauf automatisch, Stopp, Start. Vorarbeiter, Arbeiter. Ja, und wie weise ich die zu? Hä? Das ist ja echt ein super Spiel. Vor allem, weil ich es nicht kapiere. Warum nimmt jetzt da nicht einfach einer? So, dieses beschissene. Hello. Was ist das für ein.
Ach so. Ach so, der wird erst geliefert. Sag mir das doch ein, oh Mensch. So, abladen. Ist jetzt fertig. Montage. Montage, Transport. Montage. Aha. Wer lesen kann, ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wartend. Warum? Warum bist du wartend? Da kommt der andere, den können wir dann gleich wieder verkaufen. So, weil die gehen ja. Wo gehen die denn jetzt hin? Ah. Ich verstehe. Ich verstehe. Der baut da jetzt noch zusammen. So, okay. Ah, aha. Jetzt verstehe ich's. Der ist schon voll, auch nicht schlecht. Okay, der geht jetzt voll hin, oder wie? Okay. Aha. Okay, die bräuchten, also ein Bagger bräuchten normalerweise zwei Multenkipper, oder wie? Okay. Exzellent und brandneu. Kaufen wir den da auf jeden Fall mal. So, dann bauen wir hier noch. Wieder kaufen, kaufen. Okay. Jetzt habe ich den ganzen Schrott auch verstanden, ey. Jetzt der Transport dauert noch, genauso wie hier. Okay. Das heißt, wir können aber hier auch schneller vorspulen. Jetzt habe ich das mal verstanden hier. So, die Multenkipper arbeiten. Gucken wir uns das Ganze doch nochmal an. Kann ich mich denn bewegen? Was ist jetzt? Spiel abgeschmiert. Ja, dann bis zur nächsten Woche. Tschüss!